Alter, das ist hart. Das war creepy. Wir gehen jetzt einfach weiter und tun so, als hätten wir das nicht gesehen. Und es wird uns auch nicht in unseren Träumen hier verfolgen. Oh, was da? Gibt es hier oben noch was? Nein, okay. Was? Was? Was denn? Was? Warum sind die jetzt alle verfeindet? Was? Ups, ah. Was ist denn mit euch los? Habe ich die aus Versehen getroffen oder was? Ja, als ich runtergesprungen bin, habe ich jemanden getroffen wahrscheinlich, aber... Ey, warum gehen die denn direkt auf einen los, ey? Boah, wie seid ihr behämmert? Oh Gott. Ich habe Visionen. Überraschen. Ich kann erwarten. Ich glaube, ich muss kotzen. Irgendwas stimmt nicht. Schalt es ab. Schalt es ab. Was? Was? Warum sind deren Köpfe explodiert? Hey, Wolf. Wo bist du denn? Hey. Hallo? Bist du Lucy? Alter. Wo bist du hin? Hi. Hey, Kleine. Hallo? Hallo. Du sprichst nicht mit mir, oder? Hey, Kumpel. Okay. Soll das einfach nur irgendwie so ein Schreckfaktor sein, oder was? Okay. Geht ja Butter kommen. Okay. Ich rate, am Ende wird die irgendwie voll verschwinden. Dann heißt es auf einmal, sie war nie da. Aber ich habe mit ihr gesprochen. Also war sie da. Ich habe mir nicht eingebildet, ich bin nicht doof, ne? Was? Was? Okay. Was zum Teufel? Jetzt habe ich echt Angst. Ja, ne. Ne Idee. Kann ich mir das erklären? Geil. Was geht ab? Oh, ich liebe es. Von der Nuka-Cola Corporation. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2044. Wir haben ein paar Nuka-Colas bekommen. John Caleb Bradburton. Die Formel für seine... Ja, hab ich getroffen. Der Typ ist cool. Wortwörtlich. Das System gerät statt mit dem Erscheinen der neuen
neuesten Geschmacksrichtung, Nuka-Cola Quantum. Probieren Sie dieses eiskalte, erfrischende Getränk. Was möchten Sie sonst noch wissen? Dass das Urin irgendwie zum Leuchten bringt, ne? Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. System-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System wiederhält einen schönen Tag. Hey du, sag mal Cheese. Alter, Ding schießt man am Weit. So, da ich meine Dinge aber nicht alle verballern will. Oh, die fange ich. Oh. Ein Arm und mein Kopf ist auch noch da. Ich dachte, ich habe mir alle Gliedmaßen direkt weggehauen. Jetzt hier runterspringen. Ja, wir springen jetzt da unten in den Pool rein. Hier müsste der Pool irgendwo sein. Ne, ist da der Pool? Lass mal gucken, ist da der Pool? Der Pool ist da. Oder da ist der Pool, da springen wir jetzt rein. Oh, das ist nicht der Pool. Das sah von oben aus wie ein Pool. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Du bist ein Feigling, Sinjin. Ich werde dich zur Strecke bringen. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser Loser halten dich für irgendeine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Das ist sogar wahr. Ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf. Weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Ich bin das Werkzeug der Gerechtigkeit und kann nicht sterben. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Hör auf, so zu reden. Shroud, er ist es wirklich. Scheiße. Feiglinge. Es geht ab! Wer ist da? Bup. Bup. Oh. Oh, du Pisser, auf damit! Nein! Greife den Fall an! Dieser blöde Pisser! Möchte ich hier irgendwo einsteigen auch? Na, Wasser, ich sehe halt gar nicht. Ich verarsche. Ach ja, ich kann ja nicht schwimmen. Weil erst gehe ich so wie so ein Stein unter. Lande mit den Füßen so gerade da am Boden und dann aber immer. Boah. Ich hatte nicht damit gerechnet. Halt's Maul. So.